Dieses sympathische Lächeln gehört Anthony Sanders, 19 Jahre jung und gebürtiger US-Amerikaner. In seinem Heimatland ist Ringen, nicht zu verwechseln mit Wrestling, sehr populär und lockt bei Wettkämpfen oft bis zu 15.000 Zuschauer an. Ganz so groß ist die Beliebtheit hierzulande zwar nicht, dennoch übt diese Sportart auf den Münchner eine riesige Faszination aus. Ja, also ich finde es halt, ist halt ein geiler Sport, einfach kannst dich halt auspowern, ist halt wirklich Mann gegen Mann. So, immer noch wie halt die alten Griechen schon gerungen haben. Also es ist halt dieses, ist halt alles dabei, du brauchst halt Kraft, Technik, Kondition, Koordination. Also du brauchst wirklich von allen Komponenten des Sports wirklich was und das alles abrufbar sein und das finde ich echt einfach geil. Das Talent ist Anthony dabei sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden. Vater Aaron war selbst erfolgreicher Zweitligaringer in Amerika und hat seine Leidenschaft förmlich auf seinen Sohn übertragen, auch wenn er ihn lieber in einer anderen Sportart gesehen hätte. Ich hätte fast lieber, dass der Fußballer wäre, aber es war nicht sein Sport. Und daher, aber ja, natürlich, alle meine Kinder ringen oder haben gerungen. Und weil ich bin seit, ich weiß nicht, bestimmt 15 Jahre hier unterwegs und die waren immer dabei. Und daher ist es irgendwie kein Zufall, auch dass meine Tochter ist auch drüben, dass die irgendwie, und wenn die dabei bleiben wollten, dann sind die dabei geblieben. Trainer als Papa zu haben ist schon cool, ist auch manchmal ein bisschen, sag ich mal, lästig, aber er hat mich immer gepusht und das ist eigentlich alles positiv dann und wir haben es schon sehr gut hinbekommen. Also wir verstehen es super. Nicht umsonst hat sich Anthony, vor allem mit seinem Spezialgriff, dem Armzug, bereits einige Titel erkämpft. Am bedeutendsten natürlich die beiden deutschen Meisterschaften der Junioren im griechisch-römischen Stil bis 72 Kilogramm. Ende Juli wurde er zudem Fünfter bei der Junioren-Europameisterschaft. Nicht zuletzt dank seinem Motto, harte Arbeit schlägt Talent. Anthony ist wie, ich glaube, viele erfolgreiche Ringer. Der arbeitet sehr hart, der ist sehr motiviert, der ist sehr konsequent. Der achtet nicht nur, dass der trainiert, der achtet auf seine Ernährung. Und das ist nicht nur in der Saison oder während der Turniere, das ganze Jahr durch. Der macht vielleicht ein, zwei Wochen inzwischen, wo er seine so Cheat Weeks macht, aber sonst ist er 100% 12 Monate dabei. Mittlerweile ist Anthony, der übrigens die 12. Klasse an der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg besucht, nicht nur Vorbild für seine kleine Schwester, sondern auch die vielen anderen Jugendlichen beim ESV München-Ost, bei dem er seit 2005 ringt. Und auch für seine Zukunft hat er schon klare Vorstellungen. Mein persönliches Ziel ist eigentlich, einfach so gut zu werden, wie ich kann. Und im Endeffekt dann, kleine Medaille ist immer geil, auf der WM, EM, Olympia auch. Aber mein hauptsächliches Ziel ist einfach, so gut zu werden, wie ich kann und dementsprechend halt meine Folge dann, ja, zu krönen.